Jagd beginnt feierlich mit dem sogenannten Anblasen. So stimmen sich die Jäger auf die bevorstehenden Stunden ein. Über 100 Jäger nehmen an der Gesellschaftsjagd im Bramwald teil. Auf seinem Hochsitz ist man dann aber allein und wartet. In dieser Zeit sitzt der Jäger gespannt auf dem Jägersitz, lauscht dem Wald und achtet auf jedes Rascheln und jede Bewegung. Ein Gehörschutz darf nicht fehlen, wie auch warme Kleidung und ein Sitzkissen. Nach der Jagd wird sich an einer Stelle im Wald getroffen, an der das erlegte Wild gewogen und gesäubert wird. Alle Tiere, die an dem Tag erlegt worden sind, werden auf ein Bett aus Tannenzweigen gelegt und den Schützen der sogenannte Bruch verliehen. Das ist ein Tannenzweig, der an den Hut gesteckt wird. Mit der Gesellschaftsjagd will man erreichen, dass die Abschusspläne eingehalten werden können. Diese werden von der unteren Jagdbehörde erstellt und geben vor, wie viele Tiere von welcher Wildart erlegt werden müssen. Am Ende klingt der Jagdtag so aus, wie er begonnen hat.